What? Er kommt. Rettet euren Hintern. Rettet euren was? Vitruvius! Bob Business. Du hast den Cradle gut versteckt, Alterchen. Wir müssen verhindern, dass er den Cradle bekommt. Viel Glück. Ich habe Dutzende Roboter, Mann. Und damit herzlich willkommen zu Kapitel 1 von Lego The Movie Video Game. Das Videospiel zum Film, der heute am Donnerstag in den Kinos startet. Ich habe ihn logischerweise noch nicht gesehen, plane dies aber zu tun in 3D. Roboter nichts taugen, habe ich schon eine andere Idee. Setzt den Laserpointer ein. Hütet euch vor diesem tödlichen Rubinstrahl. Wow, Hilfe. Macht zur Not einen Satz darüber. Ich weiß nur nicht, ob das so sinnvoll ist. Denn, wie gesagt, das ist das Spiel zum Film. Und dann würde ich mich ja eigentlich spoilern, mehr oder weniger, nicht wahr? Was macht ihr denn? Wartet nur. Wenn wir wieder im Büro sind, werde ich bei eurer Leistungsbeurteilung nicht viel Gutes zu sagen. Was baut ihr da? Das sieht mir aber nicht wie ein offizielles Bauset aus. Ich baue hier mal schnell was zusammen. Kam noch nicht wirklich zum Erklären. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Film angucken soll. Ich möchte es zwar tun, aber dann weiß ich ja eigentlich schon, was im Spiel passiert, ne? Deswegen bin ich da so ein bisschen in der Zwickmühle. Mich wird aber auf jeden Fall interessieren, ob der Film gut ist. Das heißt, wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann postet mir doch bitte mal, was ihr von dem Film haltet, ob der gut gemacht ist oder nicht. Zum ersten Mal in einem Lego-Game, das ich spiele auf jeden Fall, gibt es eine ganze Stadt nur aus Lego, weil wir haben ja auch schon Lego City Undercover Let's Played und da war ja auch ein bisschen, ja, Real-Life-Grafik, sage ich jetzt mal, dabei. Aber dieses Mal besteht das Spiel wirklich komplett aus Lego-Steinen. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf. Wer Lego City Undercover gerne sehen möchte, der kann sich ja mal die Playlists durchgucken. Ich werde die euch hier verlinken. Was? Nur weibliche Charaktere können was machen. Ah, okay. Schnell, spring auf den Startknopf. Cool, wir können diesmal so Charaktere wechseln. Also, in Lego City Undercover konnte man nur das Kostüm ändern, aber hier haben wir die Wahl zwischen mehreren Charakteren. Ich soll auf den Knopf springen, alles klar. Ja, ich bin hier noch am Erklären, deswegen kriege ich nicht ganz mit, was alles passiert. Ich habe das Gefühl, wir sind schon direkt beim Finale des Spiels. Ich weiß auch nicht. Ich bin etwas verwirrt. Wir werden ins Geschehen reingeschmissen. Wenn Roboter und Laser euch nicht zerstören können, versuche ich es mal mit noch viel mehr Robotern. Oh, wie originell und gewagt. Wenn ich Vater dieses Plans wäre, hätte ich Harpyen gesandt, um uns zu zerfleischen. Bring ihn nicht auf. Ihr Roboter seid nutzlos. Ihr solltet sie zerstören. Wofür bezahle ich euch überhaupt? Wir werden nicht bezahlt. Wer sagt das? Wer auch immer das gesagt hat. Ich auch nicht. Lava. Ey, da ist da gerade ein Kopf rumgeflogen. Boah, wie brutal. Alter. Okay, versuchen wir es nochmal mit dem Laser. Und diesmal, Leute, will ich, dass ihr mich nicht schon wieder enttäuscht. Ich will, dass ihr sie in ihre Einzelteile zerlegt. Kapiert? Köpfe ab. Ist auch okay. Nö, das möchte ich aber nicht, du. Was einmal nicht geklappt hat, wird wohl kaum ein zweites Mal klappen. Warum sabotiert ihr mich? Wir können noch eine Rakete bauen. Ja, da man in dem Spiel sehr viel spricht und ich logischerweise als Let's Player ja auch sehr viel sprechen muss, habe ich euch noch die Untertitel angemacht, sodass man immer schön lesen kann, was die so sprechen. Hat der gerade den Kopf in der Hand? Alter, was zum Geier? Ach so, nur weibliche Charaktere können das, stimmt. Also wir haben die Wahl zwischen diesem Opa, der dem Typen aus Herr der Ringe ähnelt. Übrigens der Hobbit, das Videogame von Lego. Das kommt ebenfalls heute in die Läden. Spiele ich aber nicht, ich spiele nur Lego Movie Game. Diesmal hab ich nicht mal gezuckt. Überlass das mir. Sieh mich an, Vitruvius. Ich zittere geradezu in meinen mächtigen Stiefeln. Natürlich nicht. Ich war einfach nur sarkastisch. Denn du machst mir mal überhaupt gar keine Angst. Halt Y gedrückt, um Meisterbau Lego-Steine zu entdecken. Ah, okay. Und um Teile anzuvisieren. Ja gut, das ist was Neues. Deswegen habe ich keine Ahnung, was ich hier gerade machen muss.
Zwei von drei. Das gehört noch anvisiert. Ich verliere meine Geduld. Das. Oder? Ach so, wir müssen alle drei gleichzeitig anvisieren. Oh, sag das doch, Mann. Alter Schwede. Direkt am Anfang schon gefailt. Holy shit. Kraggle, die mächtigste Superwaffe, gehört mir. Der Kraggle. Der Kraggle. Der Kraggle. Jetzt ist meine böse Macht grenzenlos. Spürt ihr mich? Ich spüre dich. Jetzt hält mich nichts auf. Warte, es gab da eine Prophezeiung. Och, auch noch eine Prophezeiung. Über das Stück des Widerstands. Ach ja, das angeblich fehlende Stück des Widerstands, das auf wundersame Weise den Kraggle blockieren soll. Dass ich nicht lache. Einst erscheint ein besonderes Talent, das man am gelben Antlitz erkennt. Zu finden das Stück des Widerstands im Versteck, wo es lange ruhte, unentdeckt. Mit Hilfe tapferer Streiter besiegt dieser Meisterbauer den Kraggle, damit das Reich lebe weiter. Er, die interessanteste, wichtigste Figur aller Zeiten, bezwingt unseren Feind. Und all dies stimmt, da es sich heilt. Ich hab verstanden, all dies stinkt. Ein besonderer? Was für ein total beknackter Mumpitz. Ein Mumpitz. Lol. Okay, sehr seltsame Szene, aber jetzt geht's weiter in der Stadt. In der Steinstadt. Weil wir haben ja noch nicht den Charakter gesehen, mit dem wir eigentlich spielen. Aber ich habe gerade Lego The Hobbit erwähnt, ne? Also wie gesagt, das spiele ich nicht. Was aber noch kommen wird, ist Lego Indiana Jones und Lego Pirates of the Caribbean. Nun genießen wir aber erstmal Lego The Movie Video Game. Mal sehen, wie das so wird und wie lang es wird. Wenn es mehrere solcher Ladesequenzen gibt, dann schneide ich die euch in Zukunft raus. Denn die dauern auf der Wii U ein wenig lange. Ja, ich spiele die Wii U-Version. Es gibt es auch für PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, PC, 3DS, bla 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 bla. Guten Morgen. Wohnung, morgen Durchgang, morgen Wand, morgen Decke, morgen Boden. Morgen Frau, die nackt auf dem Bett liegt. Da ist sie ja. Die Anleitung, sich anzupassen, dass jeder einen mag und man immer glücklich ist. Schritt 1. Atmen. Ja, da bin ich auch immer sehr glücklich. Okay, das war einfach. Schritt 2. Grüße den Tag, lächle und sag... Guten Morgen, Stadt! Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Und eine Schnitte bitte, mit Ei. Danke. Los, komm, geh mir an die Arbeit. Boah, nee, du, hab ich jetzt gerade keinen Bock. Ah, hilft nix. Ich muss arbeiten. Ja, die Stadt sieht auf den ersten Blick ganz geil aus. Wir sind wohl Bauarbeiter, wenn ich das richtig sehe. Ob er und, wohl antworten würde? Man kann in den Städten, wie in jedem anderen Lego-Game, so gut wie alles auseinandernehmen. Dann bekommt man Stats, das ist das Geld, und Lego-Steine. Mit denen kann man auch das ein oder andere tun. Sachen bauen oder sie einlösen. Das werden wir alles noch sehen mit der Zeit, weil wie gesagt, ich werde ja hier total reingeworfen ins Geschehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich überhaupt machen muss. Aber ich muss zur Arbeit gehen, so viel habe ich schon mal gemerkt. Nur Charaktere, die einen Stab haben, können geheime Klopfzeichen ausführen. Geheime Klopfzeichen. Ich dachte, wir sind hier in 2014. Schon wieder blauer Himmel. Echt? Cool. Ja, sieht ein bisschen wolkig aus, aber ansonsten, joa. Hier ist was kaputt gegangen, das geht ja mal gar nicht, du. Gleich mal reparieren hier, das ist ja mein Job. Alter, A gedrückt. Ich drücke die ganze Zeit A. Aber ich muss es gedrückt halten. Schön halten, ja. Super repariert. Und jetzt können wir zur Arbeit. Moment, ich habe gerade den Weg zu meiner Arbeit repariert. Irgendwie glaube ich, das war ein Fehler. Sonst hätte ich schwänzen können. Auf der Couch liegen und schön chillen. Und jetzt erreichen wir die Baustelle in Steinburg. Okay. Wo ist meine Hose gesehen? So lustig, ja! Wo ist meine Hose? Super Folge! Everything is awesome! Ja, nee, ist klar. Seltsame Nebel in die Luft, ja!
Ja gut, der Job wird mir auch Spaß machen. Ist ja geil. Na dann? Hey, ihr beiden, gleich ist Feierabend und ihr habt noch nicht mal die Veranda für das Haus gebaut. Holt euch die Montageanleitung aus dem Montageschacht. Ich bitte? Feierabend? Ich bin doch gerade erst gekommen. Aber gut, ich habe nichts dagegen. Ne? Normalerweise dauert ein Arbeitstag ja ein bisschen länger als 15 Minuten, aber gut. Wie gesagt. Der Montageschacht ist im Eimer. Ich hoffe, du hast einen Schraubenschlüssel dabei. Ja, immer. Neben meiner Hose und durch der Unterhose habe ich immer einen Schraubenschlüssel. Logisch. Ich repariere das Ding mal kurz. Obwohl du hier genüsslich am Pennen bist, Freundchen. Wow, ich habe sein Ding kaputt gemacht. Jetzt kann er nicht mehr pennen. Das war's für dich, mein Freund. Such die Bauanleitung, um die Veranda zu reparieren. Ist hier die Bauanleitung oder was ist das hier für ein komisches, leuchtendes Teil? Da können wir anscheinend noch nicht hin. Ja, ich nehme mal an, es gibt genauso wie in Lego City Undercover diverse Kostüme zum Freischalten und so. Oder muss ich doch dahin? Weil irgendwie kann ich nicht wirklich weit laufen. Das hier ist alles abgegrenzt. Das Spiel beginnt auf jeden Fall schon mal ein bisschen konfuser als Lego City Undercover, weil da hast du genau gesagt bekommen, wo du hin musst und so. Und ja, ich habe halt auch erst ein Lego-Game gespielt, deswegen kann es gut sein, dass ich mich erstmal hier einfinden muss. Ich muss auf jeden Fall hier hin. Ach so, X, das habe ich gar nicht gesehen. Und ich kann wieder jemand anderes spielen. Okay, da sollte ich auch dringend drauf achten. Man kann immer verschiedene Charaktere spielen. Ach so, wie wäre es denn einfach mal mit Hochspringen? Mein Gott, stelle ich mich an. Aber der kann ziemlich hoch springen, der Typ. Da ist die Bauanleitung. Und jetzt geht's an die Arbeit. Anleitung. Jetzt ergibt alles Sinn. Ja, normalerweise sollte man auf der Arbeit schon ohne Anleitung Bescheid wissen, aber gut. Was ist das denn jetzt? Ah, siehst du, hier können wir gleich mal unsere Stats einlösen, um diverse Dinge zu bauen. Ich finde das fehlende Lego-Stück in der Auswahl. Aha. Ja, wir können hier, wie gesagt, Bäume pflanzen. Warum nicht? Machen wir das doch einfach mal. Allerdings bin ich jetzt direkt pleite. Naja, dafür haben wir hier aber nochmal so einen schönen Durchgang dazu bekommen. Was für eine Wahnsinnsveranda. Alle Steine am richtigen Platz. Der Hammer. Okay, ihr werdet jetzt auf der anderen Seite der Baustelle gebraucht. Ich bring euch hin. Episch, Memeli. Ja, wir bauen hier anscheinend gerade eine riesen Villa. Oder ein super Einfamilienhaus zumindest. Ja klar, einfach mal alles hochheben, ne? Logisch, mit Legostein geht es, aber im Real Life eher nicht. Zeit. Schön, dass ihr uns mit eurer Anwesenheit beglückt. Ihr müsst hier etwas abreißen. Also holt einen Bohrer aus dem Geräteschuppen. Abreißen klingt gut. Auf dem Wii U Gamepad ist übrigens im Moment absolut gar nichts abgebildet. Man kann aber auf Wunsch Off-TV-Play aktivieren. Das habe ich jetzt auch gerade gemacht. Dann sieht man das ganze Spiel auf dem Touchscreen, so wie es immer ist. Und ansonsten, weiß ich nicht, muss ich mal austesten. Ah, okay, wir können auch so die Charaktere wechseln. Alles klar. Da ist der Bohrer. Also, wir müssen die alte Straßendecke aufreißen. Und dieses rosa Haus da ist total verrückt. Das passt da nicht hin. Bohrt die Wände raus, dann fällt es ganz schnell zusammen. Klar? Jetzt? Welches rosa Haus? Ach so, das? Ja, das ist in der Tat nicht wirklich schön. Deswegen würde ich mal sagen, mach mal alles schön kaputt. Bäm! Und die ganzen Stats, die man hier aufsammeln kann, ihr seht vielleicht jetzt direkt über mir diese Leiste, die jetzt zu einem kleinen Teil mit ja, Gelb gefüllt ist. Das sind die Punkte. Und wenn man es schaffen sollte, diese Anzeige zu füllen in einer Mission, dann bekommt man einen Preis. Das ist allerdings jetzt nicht wirklich mein Ziel. Ich will das Spiel nämlich einfach nur durchspielen und mich jetzt nicht zwingen, hier 100% zu zocken, denn das ist meistens in einem Lego-Game auch sehr, sehr schwierig. Ja, Bauarbeiter ist jetzt ein Job, den ich persönlich nicht machen würde, aber größten Respekt auf jeden Fall vor den Leuten, weil das ist auf jeden Fall ein Job, der kostet viel Kraft. Aber gut, hast du auch immer einen schönen Body, ne? Aber ja, wie man sieht, kann das auch Spaß machen. Mir ist es nur ein Rätsel, wie man ein ganzes Haus mit einer Bohrmaschine zerstört. Ich glaube nicht, dass das geht, aber ja gut, in Lego ist das halt alles möglich, ne? Jetzt noch den Rest zerstören? Oh nee, passt schon so. Alles abgerissen. Aber er ist noch nicht zufrieden, weil er sagt, er ist 77%. Ich glaube, die Straße daneben an, die gehört auch noch dazu. Die muss auch noch weg. Weil die konnte man vorhin noch kaputt machen. Ja, die gehört auch noch dazu. Hey, gute Arbeit. Also schon, gell? Als nächstes müsst ihr diesen Wohnblock abreißen.
Aber dafür reichen die Bohrer nicht aus. Am besten ihr sucht erstmal eine Anleitung zum Bau einer Abrissbirne. Du, ich wäre auch schon mit Dynamit zufrieden, ehrlich gesagt, ne? Weiß ich ja nicht, wie es dir geht. Aber wenn ihr sowas nicht habt... Oh, was ist das? Oh, geht nicht. Ja, wir suchen jetzt erstmal die Abrissbirne. Hallo, hast du die Baupläne für eine Abrissbirne? Ich glaube schon. Irgendwo, zumindest. Ich weiß es erst, wenn der Montageschacht wieder funktioniert. Kannst du mir vielleicht dabei helfen? Holy shit, das merke ich ja jetzt erst. Das ist ja eine Frau. Ich dachte, das wäre ein Mann mit langen Haaren gewesen. Ach, komm, aber wir spielen eine Frau. Wow. Blätter einfach zur nächsten Seite um. Ist das zu viel verlangt? Blöder Apparat. Das ist cool. Hat jemand was gemacht? Wenn ja, mach das nochmal. Also Frauen, die den Job machen, da habe ich noch größeren Respekt. Weil Bauarbeiter ist dann doch eher ein Job für Männer. Aber wenn die das kann... Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie eine Frau auf einer Baustelle gesehen. Höchstens so beim Vermessen oder sowas. Aber so richtig am Bohren oder so? Nee. Noch nie. Wow. Entlädt vielleicht irgendjemand diesen LKW? Ich habe nämlich viel zu tun. Ja, ich auch. Aber gut, ich kümmere mich mal kurz drum. Das hier können wir allerdings noch tot bohren. Also warum nicht? Und die Anzeige, die über mir zu sehen ist, das ist natürlich die Anzeige, wie lange wir bohren müssen, damit das alles kaputt ist. Jetzt kann ich beispielsweise auch auf den Laster drauf und ja, drüber springen. So dumm. Oben landen und das runterschieben. Ja, weiter so. Ganz reinschieben. Ja, ja. Keine Sorge. Ich mache jetzt alles mit der Frau. Ich mag Frauen. Gut so. Das klappt. Ja, das funktioniert. Oh, die Anleitung für die Abrissbirne war in meiner Hosentasche. Ich werde voll Idiot. Das ist mal wieder typisch, oder? Was für ein Lappen. Dann nehme ich mir die mal. Ja, das scheint nur die Hälfte zu sein. Die andere liegt wohl noch oben auf dem Gebäude. Bestimmt hat sie irgendwer da oben mitgenommen. Alter Schwede, wer nimmt denn bitte schon eine halbe Bedienungsanleitung mit? Wie lange habe ich denn geschlafen? Zu lange. Oh Mann, ich bin zu spät für meine Kaffeepause. Ja klar, anstatt daran zu denken, seinen Auftrag auszuführen innerhalb der Zeit, denkt er nur an seine Pause. Als hätte er gerade keine gehabt, weißt du? Wir müssen die Richtung des Förderbands umkehren, wenn du aufs Dach willst. Hast du eine Idee, wie wir an den Schalter kommen? Mit Hilfe des Krans nehme ich mal an. Ja, oh cool. Teamwork, würde ich mal sagen. Jetzt können wir doch den Charakter einfach wechseln und mit dem anderen weitermachen, oder? Mit dem Mann. Ja, das ist cool. Diese Teamwork-Sache, die gefällt mir. Der eine geht in den Kran, der andere springt da hoch. Gibt mit Sicherheit noch mehrere solcher Momente. Was mich interessieren würde, gab es solchen Charaktertausch auch schon in anderen Lego-Games oder ist das jetzt neu in diesem Lego The Movie? Weil Undercover gab es sowas nicht, deswegen weiß ich es nicht. Oh cool, das rollt sogar. Das sind Rolltreppen, sagen wir mal so. Die finde ich auch in den Geschäften immer geil. Du musst dir einfach nicht die Mühe machen, da hoch. Kannst du den Jungs sagen, dass ihre Pause schon seit über 10 Minuten um ist? Und sag ihnen, dass ich nicht gerne aus dem Kantinencontainer ausgesperrt werde. Hallo, eure Pause ist vorbei. Sie ignorieren mich. Dann lass dir was anderes einfallen, um sie da rauszuholen. Ey, ich bohr denen jetzt hier das Haus kaputt. Schade, es geht nicht. Das wäre geil. Hol die Arbeiter raus. Ja, oder wir fluten das. Wie wär's denn mal damit? Oder aber wir setzen Donnerblitz ein. Ah nein, wir spielen Justin Bieber Musik und dann werden sie wohl flüchten. Oder? Also ich stelle mir jetzt einfach mal vor, dass hier Justin Bieber Musik spielt. Nur leider kann man sie nicht hören, da die... Hier lag nicht zufällig eine Anleitung für eine Abrissbirne rum, oder? Doch, ich hab sie gesehen. Hol diese faulen Clowns da raus, dann gehört sie dir. Da die Lautsprecher kaputt gegangen sind durch die Justin Bieber Musik, können die anderen sie nicht hören. Das ist Glück für sie, aber ich versuche natürlich, das zu reparieren. Wir wollen ja schließlich nicht, dass die Typen da davon verschont werden. Faulen Säcke da. So, okay. Oh yeah. Es hört sich zwar nicht wie Justin Bieber an, aber... Es wird ja wohl laut genug sein, damit die das hören. Also. Raus da, Pause ist vorbei, ihr Lappen. Ich will nicht alles alleine machen. Ich liebe dieses Lied. Da
Dursley, die Spitze! Hurra! Okay, da sie es alle abfeuern, das ist Michael Jackson. Stimmen! Bide, bide, bide! Nee, so wie die tanzen, ist es Thriller. Den Zombie-Song, yeah. What the fuck? Oh, und ich kann jetzt sogar mitspielen. Immer die richtigen Knöpfe drücken, da unten wird's angezeigt. Y, B. Oh, yeah. Y, nix. Yeah, wir tanzen alle mit. Wow. It tucked. Baby, baby. Coole Moves. Things we lost in the fire, fire, fire. Yeah, das geht ab. Man in the mirror. Tanzstunden genommen? Nein. Also tanzen finde ich grauenvoll. Würde ich niemals machen. Ne Scheiß. Jetzt gehen sie voll ab. Who's bad? Es macht mir ein bisschen Angst, wie du tanzt. Das glaube ich dir. Gut gemacht, Bitch. Yeah. Timing hat gepasst. Jetzt kriegen wir noch Kohle dafür. Oh yes. Überspringen. Insgesamt 10.000 Stats. Das bessert mein Konto natürlich einiges auf. Okay, hier ist die Anleitung. Wie versprochen. Wie versprochen? Ich muss ja erstmal einen Job erledigen, damit ich die kriege. Das ist eine Unverschämtheit, oder? Ja, Freunde, ich würde sagen, ich dance hier noch ein bisschen ab. Wenn ihr mitdancen wollt, dann drückt einen Daumen hoch und stellt den nächsten Part von Lego the Movie Videogame wieder an. Denn morgen geht's weiter. Und wenn ihr den Film gesehen habt, dann schreibt mir mal, wie ihr den findet. Ja, ich will ihn auf jeden Fall in 3D mal gucken. Ich mag 3D. Und dann geht's hier beim Let's Play demnächst weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und schönen Abend noch. Tschüss.